Ja, guten Morgen zusammen. Erwin und ich sind jetzt hier an der Busstation. Es geht für mich jetzt gleich wieder weiter. Es ist morgen am Viertel ab 6 Uhr, glaube ich. Ja, und ja, jetzt kommt wieder der Teil, der mir am wenigsten gefällt auf Reisen, das Abschied nehmen. Es war wirklich eine mega coole Zeit da gewesen. Die haben, der Typ hat alles für mich gemacht. Und das war wirklich sensationell gewesen. Aber jetzt geht es weiter. Ich gehe in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde fahrt meinen Bus. Und ja. You want to say something? A bad word, for example? For example. Fick dick. No, greetings everyone. Jetzt bin ich da gerade in Kriel angekommen, das ist in Copper Canyon. Und das ist ein ganz kleines Städtli, ein Pueblo Mexico wieder. Und da würde ich jetzt bis am Montag sein, also insgesamt 4-5 Tage, muss jetzt noch genau schauen. Und für die ersten 2 Nächte habe ich mir jetzt ein Airbnb gegönnt, weil ich habe noch ein bisschen Guthaben drauf auf meinem Airbnb-Account, den ich jetzt müssen brauchen musste, bis nächste Woche spätestens. Darum jetzt auch das riesige Zimmer. Ja, ich bin jetzt hier gerade auf so einem Aussichtspunkt und da hinten ist noch da so eine Jesus-Figur. Wie zu Rio, einfach ein bisschen kleiner. Und von daher haben wir einen super Ausblick über Kriel. Ihr seht, das ist nicht wahnsinnig gross, es ist ein kleines Dörfli und es ist auch nicht so wunderschön oder so. Aber ich glaube, was das ausmacht, ist halt einfach die Lage, weil halt einfach da rundherum überall so ein bisschen der Canyon ist. Oder respektive ganz, ganz nahe. Kriel ist eine kleine Stadt, wie ihr hier vielleicht seht. Es hat etwa 5'000 Einwohner hier. Und es ist Teil von der Sierra Tamahumara. Tamahumara, glaube ich, so heisst das. Und das wiederum ist ein Teil von der Sierra Madre. Nicht Del Sur, sondern Sierra Madre. Sierra Madre del Sur ist weiter unten, aber die ganze Sierra Madre, die erstreckt sich eigentlich von da oben, von Chihuahua, meint ich, bis ganz nach oben. Welcher Bundesstaat, weiss ich jetzt nicht gerade, auswendig, Chiapas, Oaxaca, weiss jetzt nicht, bin ich ja noch nicht gewesen, muss ich ja noch nicht wissen. Ja, ich habe jetzt meine TÜV-Tour gebucht für morgen. Am 9 Uhr geht es los und die Unterkunft konnte ich jetzt auch noch buchen. Ich habe die Unterkunft, die ich habe, ist nur für 2 Tage. Und jetzt konnte ich noch zweimal oder eine andere Unterkunft buchen für weitere. Und jetzt gehe ich hier nochmal zu dem Hocker rauf, weil es ist langsam Sonnenuntergang. Und ich will schauen, ob ich dort eine geile Timelapse bekomme. Ja, das mit dem schönen Sonnenuntergang ist, glaube ich, nicht wirklich etwas geworden. Ja, no. Ich gehe jetzt kurz Nacht essen mit einem Kollegen von Couchsurfing und ja, es ist leichter lösen. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist sau kalt. Ich glaube, die Nacht- oder so die Tiefstemperatur da ist, glaube ich, 3 Grad oder so. Und es hat zwar ein Öffel da hinten, aber das geht natürlich nicht. Und ja, ich gehe jetzt, das ist jetzt etwa Viertel ab 8 Uhr, in 3/4 Stunde kann ich meinen TÜV abholen. Und auf das freue ich mich schon gigantisch. Das wird sicherlich der absolute Hammer, da ein bisschen in dem Canyon rumcruisen.
Ja Leute, ich habe jetzt also einen TÜV gemietet und schau mal, das ist mein Schätzchen. Ein Yamaha 250er. Nicht das riesen Kraftsmodell, aber es reicht völlig, um da ein durch einen Canyon zu cruisen. Und ja, das hat jetzt relativ viel Geld gekostet. Aber dafür habe ich den TÜV jetzt für den ganzen Tag und kann ein bisschen jenste Sachen anschauen. Und genau das mache ich jetzt. Hola! 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 Ja, das wäre also meine erste Station. Das ist so ein Wasserfall da. Und ihr seht, ich bin jetzt da eigentlich auf dem Wasserfall oben. Ihr seht, es ist nicht wahnsinnig viel Wasser. Da läuft ein bisschen etwas davor. Aber die Aussicht ist genial von da. Schaut mal das an. Sieht richtig, richtig eindrücklich aus. Und jetzt gehe ich mal hier unten schauen, wie es von hier unten aus sieht. Ja, und so sieht das Ganze von unten aus. Ihr seht, es ist wirklich nicht viel Wasser drin. Übrigens überall die Ureinwohner, die so ganz typische Kleider haben. Mal schauen. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal einen Stopp gemacht und schaut euch das an, wie das da hinten aussieht. Einfach richtig schön und es ist eine seelenruhige Ruhe da. Es fährt kaum mal ein Auto vorbei. Es ist einfach ruhig, mega schön. Richtig cool, richtig gute Abwechslung zu all diesen Städten, die ich immer gesehen bin. Geil. Shit, jetzt habe ich um ein Haar eine Schlange überfahren. Ich bin so gefahren und plötzlich habe ich irgend so ein Teil gesehen damit. Ich dachte, das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Schnur oder irgendein Seil oder so. Und plötzlich bewegt sich das Ding so. Jetzt müssen wir mal ganz genau schauen im Video. So, jetzt bin ich an meinem Ziel angekommen. Das sind jetzt gut etwa 60 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Und das ist sozusagen El Fondo del Cobre, also der tiefste Punkt vom Canyon. Und ja, also das ist jetzt nichts Spektakuläres da. Aber es ist eine ganz, ganz schöne Strecke zum Fahren. Es fährt kaum ein Auto vorbei. Es hat schöne Strassen. Ich bin eigentlich nur erstaunt, es hat kaum Schlaglöcher drin. Eigentlich gar nichts, außer Schlangen natürlich. Und ja, also die Landschaft wunderschön. Es ist fast ein bisschen schwierig, zum sich aufs Fahren konzentrieren bei dieser schönen Landschaft. We'll be right back.
So, ich bin jetzt im Valle de los Monjos oder so ähnlich, also im Mönchtal. Und jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen, wie das da aussieht. Sieht richtig, richtig geil aus mit diesen Steinen. Oder der Stein ist ein bisschen falsch ausgedrückt, mit diesen Felsen. So, jetzt bin ich hier irgendwo aufgekraxelt, so ziemlich zu oberst oben. Und jetzt schaut euch mal die Aussicht an. Richtig, richtig, richtig geil hier. Wenn wir schauen, da die Einheimischen, die wohnen hier so Holzhütten. Wenn wir schauen. Zum Teil so aus Stein, zum Teil Holzhütten. Und das da hinten, das sieht aus wie ein WC dort. Bin mir aber nicht sicher, ob das WC ist. Auf jeden Fall hat es hier ganze Haufen Ureinwohner, eben mit den traditionellen Kleidern, mit den langen Röcken. Die sieht man hier überall. Ich weiss jetzt aber nicht genau, wie die heissen. Muss ich noch googeln oder jemanden fragen heute Abend. Also ich bin jetzt schauen und ja, es ist ein WC. Und das ist vermutlich der Abfallkübel da. Sieht so aus, als dort einfach mal alles reingerührt wird und nachher verbuddelt wird. Naja, so kann man es auch machen. So, jetzt bin ich wieder zurück im Zimmer. Das hat jetzt heute richtig, richtig Spass gemacht. Ich war wirklich den ganzen Tag jetzt unterwegs gewesen. Haufen Steigskulpturen habe ich gesehen, wie ihr gesehen habt. Der Canyon durch den Canyon fahren war einfach der absolute Hammer gewesen. So, jetzt gehe ich da mein Ticket kaufen für den Chepe. Das ist der Zug, wo der den ganzen Canyon durchfährt. Und ja, am Montag ist dann schon wieder so weit, da muss ich dann eben den Chepe nehmen. Bis an die Pazifikküste geht es dann. Ich freue mich schon richtig wieder mal aufs Meer. Das ist leider nichts geworden mit Ticket kaufen. Es hat zugehört. Ich weiss nicht, wann die öffnet, aber das finde ich sicher raus. Ich habe jetzt hier noch etwas zu Nacht gegessen. Es hat Fleisch gegeben mit Chili und Bohnen. Und jetzt hat sich da noch ein kleiner Gast zu mir gesetzt. Und er isst jetzt noch meine Reste auf. Das ist hier eigentlich ganz üblich. Oder ja, es gibt es auch bei dir, dass die kleinen Kinder kommen fragen, ob es noch etwas zu essen gibt. Und ja, ich habe eh schon genug gehabt, darum kann er jetzt noch. Gute, James? José Martin. Er hat jetzt dort noch etwas zu essen bekommen von mir. Ja, das war es also von diesem hammergeilen Tag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen und Daumen gegen rauf. Und dann ja, schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao.